willkommen zu einem neuen Video. Heute wird auf jeden Fall ein ganz besonderer Tag und dieser Typ ist auch ganz besonders aufgeregt schon, nehme ich mal. Könnte so sein, ja. Nein, und zwar ist es tatsächlich der Tag gekommen, wo der Golf endlich abgestimmt wird. So, das heißt, wir sind in Berlin bei der Firma KKS. Einmal muss ich euch Chris vorstellen. Der wartet schon darauf, das Auto gleich abzustimmen. Der macht sowas öfter hier, aber da gehen wir gleich drauf ein. Erstmal nochmal kurz vorab. Ja, jede Menge Vorbereitung steckt in dem Auto drin. Es funktioniert soweit alles. Und jetzt gucken wir mal, was das Ganze auf dem Prüfstand so macht. Allerdings als erstes müssen wir ein paar Sachen checken und nochmal ändern. So, das heißt, endlich Wasser mit Methanol rein. Hoffentlich über deine Schnellbetankung hier. Hat man den Tank eigentlich schon gezeigt? Ich glaube noch gar nicht. Nee. Marius hatte hier noch einen weiteren Tank gebaut. Rechte Seite ist ja Sprittank. Linke Seite ist jetzt die eine Hälfte Wassermethanol-Tank mit der Pumpe hier. Und die andere Hälfte ist diese dezente Dash 20 Kohlengehäuseentlüftung. Auch mit ein paar Blechen drin, damit das Öl hier schön drin sich sammeln kann. Muss dann natürlich am Ende über den Schlauch abgelassen werden, wenn was drin ist. Weil Rücklauf geht von hier in die Ölwanne natürlich nicht. So, Punkt 1. Punkt 2 ist, wir wollten die Düsen noch umstecken. Ja. So, aktuell sind hier 1300er Düsen drin. Die würden wahrscheinlich nicht reichen. Oder was sagt der Chef? Aber da ist es rund, lieber ein bisschen größer. Lieber größer, ne? Genau. So, das heißt, wir haben die gleichen Düsen nochmal mit, wie ich auch in der Limo mal fahre. Das sind 1500er. Die haben so bei 4 Bar ungefähr 1650, 1700. Viele werden jetzt sagen, mit Ethanol ist immer noch zu klein, weil ihr macht ja ganz oft diese 2000er Düsen rein, ne? Ja, aber ich bin ja das Ding ganz gut. Aber die passen Plug and Play und dann geht's los. Das heißt, alles, was wir in dem Steuergerät bisher gemacht haben, ist umsonst gewesen oder kannst du das einigermaßen ausbügeln? Das geht ratzfatz. Das geht ratzfatz. Ja. Machst du das immer so, dass die Autos direkt auf dem Prüfstand abgestimmt werden? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Schnell ist schon, ne? Geht im Schnitt. Funktioniert. Meistens. Wenn die Hardware passt, ist alles gut. Ist alles auch nicht im Ordnung. So, wir waren tatsächlich wieder bis gestern Abend um 1 Uhr am Schrauben. Weil Marius wollte unbedingt noch ein paar letzte Sachen verfeinern. Sowas wie hier zum Beispiel. Das wird ja noch die große Diskussion heute, ob die Alu-Downpipe halten wird. Viele sagen nein, wir hoffen ja. Aber wir haben zur Sicherheit hier nochmal so ein Blechlein reingebraten, weil wir dachten uns, wenn, dann wird das hier so der kritischste Bereich. Deswegen haben wir ein Blechlein reingemacht. Und ja, so ein paar Kleinigkeiten noch gecheckt. Ne? Genau, Endrohr noch angemacht. Also Endrohr, genau. Die Betonung liegt auf Endrohr, weil das Endrohr ist ungefähr so kurz vor der Achse. Ja, aber sonst sollte eigentlich soweit alles passen. Genau, abgedrückt haben wir. Soweit alles. Ist alles dicht. Schön, schön. Abgedrückt haben wir noch. Abgedrückt haben wir noch. Bis 2,5 Bar. Sollte erstmal reichen. Ja, was haben wir dann in Betrieb genommen? Und ja. So, und dann wird ja die große Frage heute, wie gut das Ganze so funktioniert. Das heißt, einmal dieser fette Ladeluftkühler. Da können wir zum Glück Temperatur vor und hinter den Kühler messen. Das heißt, da wissen wir ganz genau Bescheid. Sogar Druck davor und dahinter. Da sehen wir auch, ob das Ding was kann. Dann Krümmer mit Turbolader. Nicht, dass das Ding irgendwie bei 800 einen Arsch zumacht. Ne? Ist ja auch immer so eine Sache. Wastegate mit Feder drin. Muss man auch mal gucken, wie weit das so geht. Was ist jetzt? Basisfeder? 0,8. Würde ich so tippen. Wir haben natürlich eine möglichst kleine Feder genommen, dass man später erste Gang nach Möglichkeit wenig Druck stellen kann, dass es nicht so wie im letzten Video auf dem Messegelände einfach nur radikal durchdreht, sondern einigermaßen Traktion hat das Ganze. Ne? Was für ein Taktwert habt ihr denn jetzt? Das ist 4-Port. 4-Port mit Ober- und Unterkammer. Dann soll es gehen. Ja. Wenn jemand das richtig angeschlossen hat. Genau, wenn jemand das richtig angeschlossen hat. Nein, hat aber. Ja, hatten wir noch irgendwas? Ja, Kühlkreislauf funktioniert perfekt, da brauchen wir gar nichts mehr zu sagen. Gerade heute wieder beim Aufladen bestimmt das Auto 20 Minuten laufen lassen. Ne? Aktuell haben wir es so eingestellt, dass bei 92 Grad der Lüfter angeht und dann ist auch wirklich... Wir gucken mal, wie so das funktioniert. Ja, Downpipe, große Frage. Nockenwell müssen wir gucken, wie die funktionieren. Nockenwell, genau. Kann sein, dass wir die nochmal neu anders einmessen müssen. Könnte ein langer Abend werden. Ja. Wie lange brauchst du normalerweise für so eine Abstimmung? Zwei, drei Stunden. Zwei, drei Stunden. Das heißt, erstmal, wie gehst du vor? Na, Basis anfangen, müssen Teilers abstimmen und Leerlauf, gucken, dass er nicht ausgeht. Und dann langsam hochfahren, halt, geht's dann immer hoch, hoch, hoch mit Basisdruck.
Und dann einfach, also Basisdruck, Sprit anpassen, Zündung anpassen und dann langsam hochschieben. Okay. Ja, die einzelnen Schritte werden wir euch alle noch zeigen. Ich würde sagen, Düsen rein, festgurten. Ab geht's. Und los geht's. Aufgeregt? So, die ersten, ich würde mal sagen, 90 Minuten sind schon rum, ohne dass wir überhaupt den Schlüssel umgedreht haben. Gut, ne? Ist aber nicht schlimm, wir hatten noch so ganz viele Kleinigkeiten im Kennbus, wo Chris einfach mega fit drauf ist. Das heißt, so Sachen, die wir zum Beispiel am ADU angeschlossen haben, dass wir diese Werte, also diese Sensoren jetzt über Kennbus ins Steuergerät bekommen und andersrum ans ADU und haufenweise Kleinigkeiten. Aber das Gute ist, bisher scheint Herr Wehmeier da hinten alles richtig verdrahtet zu haben, weil bisher passt er soweit, ne? Sehen wir gleich, okay. Er hat schon die großen Düsen einmal ins Steuergerät reingeschrieben. Ich formuliere es jetzt einfach mal so, ne? Weil es gibt tatsächlich eine Düsenkonstante, nennt man das so? Quasi, ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall können wir halt in der Formel die Größe verändern und dann berechnet er automatisch alles erstmal anders. Jegliche Werte passen. Hier, guck mal. Wir haben auch endlich mal das Kenncheck-Display ein bisschen uns mit befasst. Selbst das kann nämlich jetzt über Kennbus jegliche Daten kriegen. Das heißt, wir haben jetzt hier gerade, noch sieht man es nicht, weil es Minimumwerte sind gerade, weil der Motor noch aus ist. Wir haben jetzt alle 6 Zylinder die Abgastemperaturen, 23, 26, 24 und so weiter. Können uns einmal den Zündwinkel angucken, können uns den Lambda-Wert angucken, können uns die Einspritzzeit angucken und können uns den Ladedruck angucken. Und dann haben wir nämlich hier noch so schöne Drehschalter, 1 und 2. Die haben wir auch gerade noch implementiert. Das ist einmal für Ladedruck und einmal für Traktionskontrolle. Ist erstmal heute vollkommen egal, aber die funktionieren schon mal. Das Problem mit der Akustik, falls hier heute Licht- oder tontechnisch, weil auch die Lampen natürlich flackern, die LED-Lampen, irgendwas nicht perfekt ist, müsst ihr uns das auf jeden Fall verzeihen. Wir geben auf jeden Fall wieder unser Bestes. So, also der Kaltstart war schon mal extrem gut. Das haben wir schon mal für neue Düsen scheinbar ganz gut hinbekommen, ne? Optimal fast, ja. Waren ja auch ungefähr nur 23 Kaltstarts.
Läufen sind wir jetzt so weit, dass wir jetzt auf jeden Fall erstmal Feierabend machen. Ist nämlich schon weit nach Mitternacht heute. Chris ist müde. Ich? Nee. Geh durch. Marius will schlafen gehen. Du hast ja, die letzte Nacht war schon kurz. Hat alles bisher eigentlich top funktioniert? Ja. Einzige, es geht jetzt so langsam los, dass die Räder durchdrehen. Das heißt, morgen Brücke drauf und runterziehen? Brücke rauf, runterziehen, Reifen ein bisschen modifizieren. Mhm. Vielleicht einen Prüfstand nochmal hin und vor zurückschieben oder das Auto. Gucken wir mal. Auf jeden Fall Ergebnis bisher sage und schreibe 755 PS. Schon mit leichtem Respin. Und dazu muss man sagen, wir sind jetzt ungefähr bei 1,6 Bar oben raus, weil das Wastegate scheinbar zu klein ist oder von der Position her nicht optimal sitzt. Das heißt, oben raus geht der Druck von 1 Bar hoch auf 1,6 Bar, weil die Abgase am Turbolader einfach nicht schnell genug dran vorbei können. Wird man auf der Straße im ersten, zweiten Gang wahrscheinlich gar nicht merken, weil du da eh nicht an die Last rankommst. Da wirst du wahrscheinlich schon vorher im nächsten Gang sein. Ne? Ja, aber jetzt ist es auf jeden Fall so. Ne? Schöner wäre es natürlich, wenn man weniger machen könnte. Ist jetzt aber auch kein Weltuntergang. Kann man nächsten Winter einmal umbauen. Sonst ist Spool von dem Lader sehr gut. Ne? Ist geil, ja. Geht so bei, ich sag jetzt mal, 4 schon los und bei 5 dann auf jeden Fall da. Und mal gucken, was da noch so kommt. So, bisher alles entspannt. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben noch keine Wassermethanol an. Ladeluftkühler funktioniert Bombe. 28 Grad Ansauglufttemperatur. Durchgehend wie angenagelt, obwohl wir vorm Kühler schon über 100 Grad hatten. Downpipe ist noch dran, obwohl es hier Brille heiß drin ist. Totgesagte leben länger. Ölkühler brauchen wir nicht. Wir hatten ja in dem einen Video darüber gerätselt, ob wir wohl einen Ölkühler brauchen. Selbst hier ist Öltemperatur maximal ungefähr 90 Grad gewesen. Genau, also 100 habe ich hier noch nicht gesehen. Ja. Wassertemperatur funktioniert Bombe. Funktioniert sogar so gut, dass wir die Pumpe auf jeden Fall noch ans Steuergerät hängen müssen. Ja, dass wir die über die Wassertemperatur schön regeln können. Das heißt, ich würde sagen, Feierabend für heute und morgen früh fangen wir dann an mit Druckstellen. Oder? Wie geht's weiter? Oder wir gleich wieder aufladen und fahren. Nein. Ein bisschen. Aber neuer Tag, neues Glück. Richtig. Ich muss mich mit Herrn Kess nochmal beraten. Beraten uns gerne. Wir müssen uns noch auf eine Leistung einigen. Aber happy. Ja, mega auf jeden Fall. Wie klingt das von außen so? Ja, schon ziemlich brutal. Also ich bin halt so in Summe happy. Ne? Es hätte ja auch irgendwas platzen können, abfallen können, wie auch immer so. Ne? Das passiert erst morgen. Ja, aber wir konnten es auf der Straße halt einfach nicht testen. Das ist definitiv ein Nachteil von so einem Rennwagen. Ne? Deswegen auf jeden Fall erstmal bis dahin glücklich. Vielen Dank schon mal. Ich würde sagen, Feierabend, ab ins Bett. Und dann machen wir Ruhe, aber das nicht endlich. Voll, du hast so entspannt geatmet so. Und dann so. Also der Puls muss so 4 gewesen sein oder so. So, eine kurze Nacht ist rum in Berlin. Jetzt geht's direkt auf den Prüfstand heute weiter. Wie hat Herr Wehmeyer so geschlafen? Ganz schlecht. Also, mit dem Ergebnis gut, aber... Warum, was war los? Ja, das Viererzimmer war nicht so von Vorteil. Es war ziemlich laut bei uns im Zimmer, um es mal so rum zu sagen. Ja, so, wir haben diese Motorbrücke drüber gemacht, womit wir jetzt über Gurte den ganzen Vorderwagen nach unten auf die Rolle ziehen können, sodass wir noch ein bisschen mehr Traktion kriegen. Wie ist der Plan jetzt? Du wolltest jetzt einmal ein bisschen Druck stellen, dass du eine saubere gerade Kurve hinkriegst. Genau, wir haben jetzt quasi hinten raus 1,6 Bar. Mhm. Dass wir jetzt vorne rum auch mal 1,6 bekommen. Mhm. Einfach eine gerade Kurve, dass man mal sieht, wo es fällt, wo der Drehmoment da ist, wo es fällt und, ja, und darauf bauen wir dann auf. Und dann gucken wir, ob wir an Nockenwellen nochmal irgendwas einstellen müssen und so weiter. Ne? Ja. Boah. Klingt nach einem Plan, würde ich sagen. Soll ich mal sagen? Nee. Achso, okay. Klingt nach dem Plan. Einige Läufe später nähern wir uns auf jeden Fall einem ersten Zwischenstep. Und zwar, Chris ist aktuell jetzt dabei, nach und nach unten raus Ladedruck drauf zu geben, bis wir dann die Taktung raus haben, dass er wirklich durchgehend ungefähr diese 1,7 Bar fährt, genau. Die er oben raus, bedingt durch das Wastegate, auf jeden Fall macht. Ne?
richtig an. Das ist ein bisschen fummelig. Währenddessen ist er schon die ganze Zeit dabei, unseren Drehschalter anzupassen und so weiter. Das klingt jetzt nach vielen Messungen, aber waren eigentlich immer nur so kleine Schritte, die notwendig sind. Richtig, ja. Das ist also ich denke, Datum, das mal rauszufinden. Aber ich denke mal, jetzt sollten wir der Sache schon langsam näher kommen. Ne? Ja, das sind jetzt wahrscheinlich immer zu viele Messungen und dann gehen wir, ja, gehen wir nach oben. Dann müssen wir auf jeden Fall noch die Wassermethanol anschließen bzw. antakten. Ja. Und ja. Chris sagt, er ist jetzt soweit, dass wir jetzt eine gesunde Basis erstmal stehen haben, ne? Ja, war jetzt ein bisschen fummelig mit der Taktung, aber... Der braucht jetzt in der Mitte richtig Taktung, dann hält er das zum Schluss. Und jetzt wollen wir auf jeden Fall einmal Kerzen rausdrehen. Ist zum Glück bei dem Motor ja schnell gemacht. Und einmal Kompression checken für wem er es gewissen und da gut zuhören kann. Ja, das mache ich zu Hause, oder? Doch, das machen wir schnell. Wir müssen eh neue Kerzen einmachen, weil das sind immer noch die alten Kerzen vom Einfahren. Bevor ich da jetzt ins Volle gehen würde, würde ich definitiv auch einmal 6 neue stecken und finito. So, ich zeige euch mal die Kerzen. Marius, du hast sie hingelegt? Da, hier zwei. Ich wollte erstmal die neuen zeigen, die neuen. Okay. So, wir machen immer rein, weil 1 Million Leute wieder fragen werden. NGK BKR 9EIX. Das ist eine Ridium-Kerze, habe ich in der Limo auch immer gefahren mit dem Wärmewert. Und die hast du gedrückt auf 45, ne? Genau. 0,45 gedrückt, Kerzen drücken, werden sich einige jetzt wieder fragen, was heißt das? Das heißt wirklich, dass man die Elektrode runterdrückt, dass dieser Abstand dazwischen geringer wird. Je geringer der Abstand ist, je weniger Energie braucht man, dass der Zündfunke überspringt und je besser zündet wird. Hat zwar so ein bisschen Nachteile beim Anschmeißen und im Teillast und so weiter, aber dafür ist halt unter Volllast auf gar keinen Fall ein Zündaussetzer dabei. Hast du einen kleinen Holzkappen? Ich suche einen. Zum Umstecken? Ja, ja, ich immer reinstecken. Wie fühlt sich das bis jetzt für dich an? Aufregend. Nein, immer noch glücklich. Alles gut. Das Problem ist, das wird man im Video nicht eingefangen bekommen, aber wenn du hier vorstehst, du wirst es bestätigen können. Man hat irgendwie Angst, dass jeden Moment da irgendwie irgendwo was rauskommt. Ja. Aber bislang Gott sei Dank nicht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Gut. Was macht ihr da jetzt? 10,5. Wir checken die Kompression. Der eigentliche Wert, der jetzt gerade hier steht, ist uns fast egal, weil die Prüfer sind eh untereinander alle. Sind untereinander jetzt nicht so vergleichbar. Wichtig ist nur, dass alle Zylinder ungefähr gleichbar sind und man würde jetzt halt sehen, dass einer vielleicht schon ein bisschen schwächer wird. Was ja, wir natürlich nicht hoffen wollen. Super. Alle zwischen 10 und 10,5. Was? Yes. So, dann gucken wir uns noch einmal die Kerzen an hier. Da wird jetzt der eine oder andere garantiert kommentieren, viel zu hell, sind ja gar nicht hellbraun. Hier ist aber, wie gesagt, auch kein normaler Sprit drin, sondern mit dem Ethanol neigen die immer dazu, eher ein bisschen heller zu sein. Ja, und viel sauber eigentlich. Ja. Was dürfte jetzt nicht sein? Also was wäre jetzt ein Schadensbild, wo wir sagen würden, lieber aufhören? Also eine... Pünktchen überall. Punkte drauf. Am besten noch silberne Punkte oder so, dann wäre Katastrophe. Ja, aber so sehen die eigentlich super aus. Also. Wichtig ist, also sind alle schön trocken, nicht zu rußig, ne? Ja. Kein Öl und nix. Genau. Ja, ich würde auch sagen, frische reinmachen und weiter geht's.
ein Prüfstandstag geht dem Ende zu. Positiv, dass alles gehalten hat. Ja. Ich bin komplett positiv, aber. Funktioniert Bombe, auch alles, was wir so umgesetzt haben wollten, hat Chris mal wieder perfekt alles umgesetzt. Nur leider Turbolader relativ schnell dann doch am Ende gewesen. Ne? Leider, ja. So, das heißt, wir sind leider stehen geblieben bei 839 PS, knapp 900 Newtonmeter. Wir haben etliche Läufe gemacht, sind bei Lauf 29. Die ganzen Läufe müssen wir jetzt im Block einmal auswerten. Da kommen wir später nochmal drauf zurück, aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Genau, nochmal Ansaugungstests gemacht. Ne? Ob genau, zum Schluss nochmal einmal die Ansaugung abgemacht, um auszuschließen, dass es nicht der Luftfilter ist und einfach nur einen schönen Trichter drauf gesteckt. Kerze nochmal rausgedreht, mehrfach immer. Das sind jetzt die neuen Kerzen, sehen gleich ganz anders aus und man sieht halt, das ist schon sehr dem Ideal nahe. Ne? So, perfekt. Ja. Deswegen. So soll die Kerze eigentlich aussehen. Was hatte das hier mit dem Strich auf sich? Das ist so ein Indikator für Ballontemperatur. Also Reinigungstemperatur, dass man weiß, Kerze ist okay. Wenn du jetzt eine Kerze in 8er oder 7er reinmachst, dann wandert das Ding halt immer noch weiter nach unten. Und wenn der Strich weg ist, dann kann es auch gerne noch passieren, dass das ganze Häkchen weg ist. Das heißt, wenn der, also das ist der Bereich, wo es sich frei brennt. Genau. Und das heißt, wenn es sich bis unten frei brennen würde, bleibt halt irgendwann keine Masse mehr über zum Hitze aufnehmen. Ne? Genau. Ja, so, okay. Ich würde sagen, erstmal ab nach Hause und wir gucken mal den Laptop rein. Ja. So, wir sind wieder zurück in Hannover und ich wollte einfach nochmal ein paar Worte zu dem sagen, was eigentlich so passiert ist. Also erstmal vorweg, so ein Prüfstandsvideo ist wirklich, ich sag jetzt mal, mit das Schwierigste, was es so gibt, weil man muss immer den Überblick behalten. A, ist es nicht gerade einfach, was wir da gerade tun in Bezug auf Abstimmen, Motor, Prüfstand und so weiter. Auch alles nicht gerade ungefährlich. Und dann auch noch zeitgleich das Video im Überblick zu haben und so weiter, ist halt wirklich immer eine Lebensaufgabe. Deswegen konnten wir jetzt nicht zwischen allen Läufen, gerade auch mit der Akustik, es ist warm in dem Raum und so weiter, nicht immer wieder ein Statement dazu geben und deswegen wollte ich das Ganze jetzt gerne einfach nochmal am Rechner machen. Weil das Coole von diesen, ich nenne es jetzt mal modernen Steuergeräten, ist halt, dass die wirklich alles mitloggen und wir uns alles im Detail später nochmal angucken können und dementsprechend auch was raus lernen können und einfach Rückschlüsse ziehen können. So, wir nehmen uns jetzt einfach mal die letzte Messung. Das war auch dann final der Lauf, den wir euch im Diagramm gezeigt haben. Das war sage und schreibe Lauf 29. Also wir haben das Ding wirklich gut, ich sag jetzt mal, rangenommen. So, wir sehen hier in Rot erstmal immer schon mal das Wichtigste, die Drehzahl. Wir haben tatsächlich als Maximaldrehzahl einmal 8400 Umdrehungen gehabt. Was ist jetzt für euch interessant? Als allererstes wird für euch interessant sein, CLT, Coolant Temperature, das heißt Wassertemperatur. Und wie ihr seht, diese Wassertemperatur ist tatsächlich mit dem Lüfter konstant bei 64 Grad. Nach dem Lauf geht es ein ganz bisschen hoch auf 70, aber beziehungsweise 68, aber wir sind halt wirklich Welten von unseren 90 bis 100 Grad entfernt. Einige werden jetzt sagen 64, boah, das ist ja eigentlich schon zu wenig. Wir können euch aber aus Erfahrung sagen, 60 Grad Wassertemperatur reicht für so einen Motor eigentlich aus. Ist auch, was die Performance angeht, definitiv das Beste, was man machen kann. So, das heißt, wir haben jetzt noch die Aufgabe, dass wir die Wasserpumpe, die elektrische, an das Steuergerät klemmen, weil dann können wir diese Temperatur noch ein bisschen besser regeln, weil wir sie dann nämlich immer je nach Wassertemperatur an- und ausmachen können und somit einen Thermostat in gewisser Weise ersetzen. So, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, was ich ja schon gesagt hatte, ist Ansauglufttemperatur. Wir haben hier eine Ansauglufttemperatur in der Ansaugbrücke konstant von 24 Grad, 25 Grad. Das ist natürlich wirklich krass. Dazu können wir uns jetzt zusätzlich nochmal angucken. Ich switche mal einmal den Log. Ich gehe mal einmal auf den Log vom ADU. Das ist unser Display, weil wir einfach in die EMU hat ein Problem. Diese Typ-K-Sensoren, die wir für die Ansauglufttemperatur zusätzlich reingemacht haben, die kann die EMU erst ab 200 Grad erfassen. Deswegen müssen wir jetzt einmal in den Log reingucken, vom Steuergerät, vom ADU. Und hier sehen wir dann nämlich tatsächlich, jetzt gucken wir uns mal die ersten Läufe noch ohne Wassermethanol an. Da sehen wir hier zum Beispiel, ist jetzt nicht ganz so schön dargestellt, aber wir loggen einmal den Ladedruck vorm Ladekühler, Ladedruck nach dem Kühler,
Dann haben wir hier einmal die Ansauglufttemperatur vor und hinter dem Kühler. Dann noch einmal die Ansauglufttemperatur in der Ansaugbrücke. Und nochmal den Ladedruck aus dem Steuergerät und nochmal Drehzahl. Das heißt, wir können wirklich alles erfassen. So, wenn wir jetzt hier uns zum Beispiel angucken, das war jetzt zum Beispiel ein Lauf mit 1,6 Bar. Das war quasi Dosendruck und bei 7,8. Und hier können wir jetzt richtig schön sehen, dass wir vor dem Ladeluftkühler 1,97 Bar haben. Dann haben wir einen Druckverlust auf 1,72 Bar nach dem Kühler. Dadurch kommt auch diese Temperaturdifferenz von 28 auf 115 Grad zustande, weil wir kühlen die Luft von 115 auf 28 runter. Dadurch hat sie natürlich weniger Volumen. Das heißt, der Ladeluftkühler hat zwar einen hohen Druckverlust in dem Moment, weil 2/3 ist schon recht viel. Andererseits, diese Kühlung von gut 80 Grad bzw. knapp 90 Grad sogar, ist halt auch nicht zu unterschätzen. Und ja, das Ganze ohne Wassermethanol. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, ansaugtemperaturtechnisch sind wir hier richtig safe. So, jetzt gehen wir wieder in den EMU-Lock rein. Ja, wir sehen hier halt schön, wo Chris Vollgas gegeben hat. TPS, das ist die Drosselklappenstellung. Das heißt 99 heißt Vollgas, das hier ist unser Lauf mit der Drehzahl. Wir sind gefahren, hier muss man immer 100 abziehen vom Druck, weil das mit Atmosphäre ist. Das heißt, das ist jetzt unser letzter Lauf gewesen. Das heißt, wir reden hier von ungefähr 2,1 Bar, das sind diese 312 hier, bis zum Ende. Dort sind es dann 2,05. So, das ist ein Teil. Nun können wir hier Öldruck, Benzindruck, ist alles safe. Das heißt, wir haben einen Öldruck von 5,6 Bar die ganze Zeit. Das ist schon mal gut. Wir haben einen Benzindruck von 6 Bar. Das passt auch genau. Der interessante Teil kommt jetzt hier unten. Hier unten in Pink seht ihr Back Pressure. Das ist quasi unser Druck im Krümmer. Und da sieht man jetzt richtig schön, sobald der Lader anfängt zu spulen, geht dieser Druck im Krümmer immer, immer höher. Man müsste jetzt hier ungefähr einen Mittelwert rausbilden, weil das natürlich schon ziemlich stark pulsiert noch. Aber man kann ungefähr sagen, bei diesen 2,05 Bar in der Ansaugbrücke, Ladedruck, haben wir schon einen Krümmerdruck von über 3 Bar. Man sieht jetzt hier so, wenn ich hier so langsam durchgehe, ja, also ich sag mal, der Mittelwert wird schon 3 Bar sein. Das heißt, das ist jetzt, was Effizienz angeht, genau der Mittelwert. Wenn wir jetzt noch mehr Ladedruck gestellt haben, geht dieser Krümmerdruck nach oben, das zeige ich euch gleich. Und so war es wirklich das, was wir gesagt haben, was für den Motor am effizientesten und am besten ist. Ne? Wir können dazu noch schön immer weiter Zündungen stellen, das heißt im mittleren Bereich fangen wir bei 15 Grad an und gehen dann mit steigender Drehzahl hoch bis auf 21, 22, 23, 24. Das ist jetzt für einen VR6 mit E85 auch noch nicht viel, das ist definitiv einen safer Wert, sage ich jetzt einfach mal. Ja, was können wir uns noch angucken? Dazu haben wir passend nochmal unser Coolant Pressure. Das ist theoretisch der Wasserdruck. Ist immer ein Hinweis auf Kopfdichtung. Der ist aber so marginal gering. Das heißt, wir reden hier von einem 1/10 Bar. Wir kommen mal kurz auf 2/10, also 0,2 Bar. Das ist wirklich fast gar nichts. Das heißt, der Kreislauf funktioniert wirklich perfekt. Ja, Lambda-Wert hier unten ist auch noch ziemlich, ziemlich fett. 0,77, 0,76, 0,75. Da werden auch einige sagen, da kann man mit E85 bestimmt ein bisschen magerer fahren. Da haben wir aber schon auf dem Prüfstand genug getestet, dass Ethanol reagiert nicht so empfindlich auf zu fett wie Sprit. Das heißt, wir verschenken hier vielleicht 20 PS, aber dafür ist es einfach deutlich kälter alles. So, jetzt gucken wir uns noch einmal an Abgastemperatur. Die muss ich hier einmal kurz reinlegen. EGT. Wir nehmen mal den wärmsten Zylinder, das ist bekanntlich der erste. So, und da sehen wir hier jetzt, in dem Moment, wo wir Volllast geben, 744 Grad und die Temperatur steigt dann mit steigendem Ladedruck bis auf 896 Grad im Maximum bei 8000 und 3,05 kPa, also 2,05 Bar. Jeder, der so einen Motor schon mal abgestimmt hat, weiß auch, dass 900 Grad für so eine Messung nicht viel sind. Da sind wir auch noch safe. Ja, das Problem ist, wir müssten jetzt theoretisch versuchen, irgendwie mehr Druck in den Motor reinzukriegen, also mehr Luftmasse. Das geht natürlich nur, solange der Gegendruck im Krümmer nicht zu hoch wird. Man kann da mit Sicherheit noch ein bisschen was über die Nockenwellen finden. Leider ging uns dann die Zeit aus, wir mussten zurück nach Hannover. Sonst hätten wir die Nockenwellen noch ein bisschen verstellt, aber das können wir ja in Zukunft immer noch machen. So, jetzt zeige ich euch nochmal einmal den Lauf, wo der Druck im Krümmer
wo wir mehr Druck gestellt haben, wo man dann gleich sieht, dass der Druck im Krümmer noch viel, viel mehr wird und dementsprechend das keinen Sinn gemacht hat. So, hier sehen wir wieder Drehzahl und Ladedruck und hier haben wir tatsächlich in der Spitze das blaue 346 kPa, das sind also 2,46 bar. Und hier sieht man dann im Gegenzug dazu wieder den Krümmerdruck, wo wir letztes Mal ungefähr bei 3 waren. Wenn man jetzt hier durchgeht, sieht man, dass der Druck eher teilweise sogar auf über 4, 4,1, 4,3 geht. Das heißt, wir sind bei über 4 bar im Krümmer. Und man sagt immer so als Faustformel, bis 1,5 bar über Ladedruck ist so ein Motor noch effizient. Darüber wird es definitiv zu viel. Das haben wir in der Leistungsmessung auch gesehen. Wir haben 2,4 bar gestellt, waren aber tatsächlich, ich glaube, um die 50 oder 70 PS weniger als bei 2,1 bar, weil wenn halt einfach 4 bar im Krümmer sind, kriegt man einfach die Abgasmenge aus dem Motor gar nicht mehr raus. Ja, so, so viel dazu. Ich wollte euch einfach nur noch mal kurz so einen Lock zeigen. Wir werden jetzt Thema Nockenwellen auf jeden Fall noch mal intensiv. Egal, wir gehen auf jeden Fall nochmal auf Thema Nockenwellen ein, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Das heißt, wir werden die mal verstellen und werden gucken, ob wir so den Druck im Krümmer ein bisschen runterkriegen. Weil natürlich hat die Auslassöffnungszeit, also der Zeitpunkt, wann das Auslassventil aufgeht, auch mit dem Druck im Krümmer zu tun. Und genauso werden wir uns Thematik Turbolader nochmal angucken, ob TTE da vielleicht noch ein kleines Ass im Ärmel hat, wie wir an dem Lader noch was optimieren können. Weil man muss fairerweise dazu sagen, der Lader ist ja angegeben als TTE 900. Diese 900 hat TTE bisher mit diesem Lader auf den 5-Zylinder gestellt und der 5-Zylinder hat halt einfach deutlich weniger Abgasvolumen als ein 6-Zylinder und somit ist da die Thematik mit dem Druck im Krümmer nicht ganz so hoch. Ja, wir sind aber happy, Marius ist richtig happy, dass alles gehalten hat und nicht wieder geschraubt werden muss. Technik funktioniert, Steuergerät funktioniert, Chris hat top Arbeit gemacht und wir sehen uns im nächsten Video.